Hallo und herzlich willkommen in der Konditor-Show. Heute zeige ich euch, wie man aus einer Platte Blätterteig eine französische Mehlfühl macht. Dazu brauchen wir, wie schon gesagt, Blätterteig, den ihr hier seht. Und das Geheimnis ist einfach mal, dass kurz bevor er fertig ist, ihr den mit Puderzucker abpudert und dann nochmal, also dann so lange im Ofen lässt, bis es halt glänzt, so wie hier in dem Fall. Jetzt zeige ich euch einfach, wie man das halt zubereitet. Wenn ihr genau wissen wollt, wie man den abbackt, wenn ihr das sehen wollt und wie man einen Blätterteig macht, dann schreibt das bitte in die Kommentare, dann würde ich das dies auch tun. So. So, als erstes brauchen wir drei gleich breite Stangen. Dazu messen wir halt immer ab. 10 cm, das Ding ist so 30 cm lang und markieren uns einfach das Ganze. Hier weiter vorne auch das Ganze dasselbe. Zack. Und wenn ihr das dann eingeteilt habt, wie ihr die Striche seht, dann legt ihr das Lineal rauf, schneidet es einmal runter, habe ich hier schon mal vorbereitet, und schneidet das Ganze einfach mal so durch. Einfach so runterschneiden auf der Linie. Dasselbe macht ihr genau hier. Könnt aber dann die Platte hier rauflegen, ein bisschen tricksen und dann das Ganze markieren. Und nochmal das Ganze. Nehmt bitte kein stumpfes Messer, sondern nimmt wirklich ein scharfes Messer. Das Schärfste, was ihr habt, sonst geht der ganze Blätterteig kaputt. Nur mal so als Tipp. Als nächstes schlagt ihr euch ein Drittel Sahne an und gibt dazu zwei Drittel Vanillecreme. Original französische, wenn ihr auch was. Zick. So. Nicht zu sehr am Rand, weil wenn die Platten drauf sind, das ist halt noch ein bisschen Gewicht. So, dann legt ihr halt die nächste Platte einfach mal rauf. So. Ich muss zugeben, heute habe ich. Es ist so spontan, dass ich nicht mal einen Kameramann habe. Ich hoffe, es geht so von der Perspektive. Macht dasselbe nochmal seitlich, damit ihr es von der Seite sehen könnt. Ja. Raufspritzen das Ganze. So, dann kommt der nächste Streifen rauf. Einfach rauflegen. Als nächstes teilt ihr euch die in 5 cm Abständen ein. Habe ich schon vorgemacht, wie man so schön sieht. Und jetzt schneiden wir die an. Dazu drückt ihr das Lineal von der Hinterseite dagegen und mit dem Messer immer hoch und runter, so sägemäßig. Zack, und nochmal nachschneiden. Als nächstes nehmt ihr noch von der Creme und spritzt eine kleine Rosette drauf. Als nächstes nehmt ihr euch so Schoko, Locken, Ringe, wie auch immer man das nennen möchte. Selbstverständlich kann man die auch selber machen. Wenn ihr wollt, wie das geht, schreibt bitte auch das in die Kommentare und dann legt ihr die vorsichtig auf die Creme. Zack, einfach reinstechen. Das ist das Feine, das ist das Filigrane, das ist Konditorei. Nehmt euch dann Blaubeere, legt die hier rauf. Eine essen. Zack. Und dann nehmen wir uns Blattgold und tun das hier rauf. Zack. Das ist fein, das ist filigran. So muss das sein. Gold ist übrigens vegan, wollte ich nur mal so anmerken. So, das war's gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. So ein bisschen spontane Konditorei, aber spontan und doch fein. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare, wie ihr es findet. Und wichtig ist, die letzten zwei Videos natürlich werden auch verlinkt. Also viel Spaß, euer Konditormann.